Jessica kommt zurzeit kaum zum Durchatmen. Es ist Freitagmorgen, 5.15 Uhr. 8.06 Uhr. Hiya! Denn Jessica hetzt von Auftrag zu Auftrag. Bis zum nächsten Job. Das Schönste an meinem Job ist wirklich, wenn ich vor der Kamera bin, wenn ich posieren kann oder schöne Drehs habe oder auch tolle Kooperationen habe und tolle Jobs habe. Generell, ich mag das einfach. Aber das Rampenlicht, eine Person der Öffentlichkeit zu sein, das hat auch Schattenseiten. Es sind manchmal auch unangenehme Sachen, wenn zum Beispiel 30 Fotografen vor dir stehen und deinen Namen rufen. Jawohl, Jessie! Und jeder schreit dich an und sagt dir was anderes. Die Fotografen warten halt auch auf Momente, die man einfängt. Vielleicht unangenehme Sachen, man weiß es nicht. Ich meine, ich habe sogar oft auch, ja, weinen müssen, weil ich die ein oder andere Schlagzeile über mich lesen musste, wo ich echt schlucken musste. Aber letztendlich ist das, was zählt, wie man damit umgeht und wie man dadurch gewachsen ist. Und ich bin dadurch sehr, sehr stark gewachsen, reifer geworden, älter geworden und jetzt kann ich so schnell nichts mehr platt machen, keine Schlagzeile. Ich kenne mich hier schon perfekt aus auf Airport. Ja, mein zweites Zuhause ist auf jeden Fall der Flughafen. Jessica wurde zum ersten Mal für eine Fashion-Show gebucht. Ich laufe heute für eine Designerin in Berlin. Ich werde gerade fresh gemacht. Die Haare sind noch nicht ganz fertig. Das Make-up ist auch noch gar nicht drauf. Ich werde auch laufen. Ich als kleiner Knirps. Aber egal, ich kriege es schon hin. Ich werde das rocken, egal wie. Und Flo! Ja, Flo, was mit meinen Haaren? Du bist komm, fertig. Ach so, genau so soll ich laufen? Ja, das ist voll schön. Alles klar. Prestige. Ah, Prestige, oh. So, die Aufregung steigt. Das ist das Kleid. Ich bin heute eine Frau. Kannst nicht glauben. Jessica und das Brautkleid sind das Highlight bei der Präsentation der neuen Kollektion von Jasmin Erbasch. Als Sidekick der Fashion Week dürfen geladene Gäste zum ersten Mal die exklusiven Roben bestaunen. So, endlich im Zimmer angekommen. Ich lasse mir noch das Badewasser ein. Es war sehr aufregend, dass ich mal für eine Designerin laufen konnte. Jetzt genieße ich noch ein schönes Bad. Und dann geht's ab ins Bettchen. Ich liebe es natürlich zu reisen, das gehört auch zu meinem Job dazu. Aber ich möchte auch immer schnell nach Hause, weil ich dann auch immer schnell Heimweh habe. Ich bin dann schon ganz gerne auch ganz simpel Samstagabend auf der Couch mit der Familie. Und das liebe ich. Das gibt mir irgendwie sehr viel.